Und vielleicht sollte ich mir ein Papiermagier als Diener holen. Ah, das wäre aber jetzt noch nicht gut, da ich ihn ja jetzt noch nicht wiederbeleben kann. Der wäre nach zwei, drei Schlägen tot und dann hat er mir doch nichts gebracht. Ist das blöd. Das Beste, was wir jetzt machen können, ist eine Blutessenz kaufen und die Aska geben. Ich kann mir sogar zwei kaufen. Ja, Aska ist die Schlüsselfigur, der macht den meisten Schaden. Bitter. Gegner, die gegen fast alles immun sind, sogar gegen normalen Schaden und nur durch Zauber getötet werden können. Selbst aber Status-Effekte wie nochmal was verteilen und auch noch sehr viel Schaden machen. Also das ist echt... Ich glaube, diese Schleime sind schon härter als manche Bossgegner. Und da kann ich wirklich wieder nur sagen, Balance 0. Also gegen diese Schleime zu kämpfen macht gar keinen Spaß. Jetzt sind es wieder nur zwei, dann sollten wir das schaffen können. Aber das sind jetzt, glaube ich, auch andere Gegner als vorhin. Ich glaube, vorhin haben wir gegen welche recht weit rechts gekämpft. Hätte noch für zwei Runden. Aber auch hier sieht man es ganz deutlich, Leute. Wir wurden jetzt schon so oft mit Schlaf verzaubert und Schlaf hält nie mehr als zwei Runden, wobei die aktuelle Runde aber mitzählt. Wir wurden jetzt gerade erst eingeschläfert und jetzt ist der Counter schon auf 1 nur noch. Als Einzelzauber ist der sowas von sinnlos. Mist, jetzt hält er sich wieder voll. Das ist nicht gut. Benutzen wir das Alchemistenfeuer. Das könnte ihn vielleicht besiegen. Knapp. Weil da muss ich unbedingt heilen. Und ich würde das aber gerne machen. Ich brauche nur noch einmal Schutz. Dann hat er jetzt nämlich mehr als 70 Rachepunkte. Und geht natürlich voll auf Walner.
War sowas von klar. Das Blöde ist, er hat schon keinen Heißsignal mehr. Nach dieser Runde hält er sich wieder voll, der Schleim. Aber ich kann ihn auch nicht besiegen. Mit Aska jetzt anzugreifen wäre sinnlos. Mache ich mit Aska Schutz. Dann müssen wir den Gegner einfach komplett neu machen. Ja. Also diese Gegner, die sind echt härter als Bossgegner, finde ich. Es sei denn, macht von Anfang an komplett... Also ich mache ja so ein bisschen... eigentlich hauptsächlich mehr Nahkampfangriff, Leute. Aber auch mit ein bisschen Magie. Und wenn man nicht voll auf 100% Magie geht, dann sind diese Gegner sowas von schwer. Schwerer als Bossgegner. Also das ist... Ich spiele jetzt seit 2 Stunden, Leute. Nicht mal, glaube ich. Und ich muss mich schon wieder aufregen. Und dann verstehe ich auch nicht, warum wir so viel Geldprobleme hatten. Wir haben früher immer so viel Geld bekommen. Und jetzt haben wir sogar noch 2, 3 Minen mehr. Also mit 1 oder 2 Minen, Leute, hatten wir schon so viel Geld. Jetzt haben wir noch insgesamt 3, 4 Minen, wovon, nein, 5 glaube ich sogar. Die voll ausgebaut sind. Und wir haben weniger Geld als zuvor. Das verstehe ich auch nicht. Wie das möglich ist. Noch für 2 Runden. Eigentlich, wenn ich jetzt mit Walner... das Alchemistenfeuer nutze und mit Elaine auch. Ja, Lichtschrei geht nicht mehr. Dann müsste der Gegner besiegt sein. Ja. 2 starke Seelen erhalten. So, wir können das speichern. Haben wieder 90 Silberbarren. Die werden nicht reichen. Ich muss jetzt echt warten, bis ich nochmal Silberbarren bekomme, Leute. Ich kann sonst nichts anderes machen. Aber doch, ich könnte eigentlich schon machen. Wir gehen mal kurz wohin. Kann ich denn mittlerweile eigentlich endlich schlafen? Nein. Das ist... war! Selenzak! Dieses verdammte Miststück! Warum gebe ich dir überhaupt einen Sarg in meinem Schloss, Walner? Hör auf, mich zu nerven. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Ich dachte, das ist Selenes Sarg. Vorher war das ja... Ich habe jetzt genug geholt. Also, das war ja vorher ein Aska-Sarg, Selenes-Sarg, Sarg der Gespielin. Dann Aska-Sarg, Selenes-Sarg, Elaines-Sarg. Und jetzt ist es Aska-Sarg, immer noch Selenes-Sarg und Walner-Sarg. Wo schläft denn dann jetzt Elaine? Wobei, wir haben ja vorhin gesehen, dass Elaine jetzt hier rausgekommen ist vorhin. Das heißt, Elaine schläft jetzt hier. Und Walner da. Und Walner hatte davor gar keinen Sarg. Also irgendwie... ich empfinde das auch als Fehler, Leute. Also das ist irgendwie blöd. Dass Walner erst gar keinen Sarg hat.
Ich habe auch gehört von Ricolat, dass bei ihm Selene, obwohl er genau so weit ist wie ich oder noch weiter, immer noch lebt. Das heißt, er hat eine andere Route bekommen. Wo ist dann Valnarsag bei ihm? Diesen elenden Wurm sollen ruhig die Krähen nach und nach auffressen. Es wird meine Freude sein zu sehen, wie seine Leiche langsam aber sicher hier verwest. Ich hatte gehofft, er hätte vielleicht noch Gegenstände, an die ich zuerst nicht gedacht hätte. Du Dreckiger! Warum liegt er auf einmal? Was zur Hölle ist denn das für ein Bug? Der Kopf hat sich in seinen Körper verwandelt. Du Dreckiger Wurm, kannst dir nicht vorstellen, wie viel Schaden du angerichtet hast. Aber nun hast du bekommen, was du verdienst. Sieht er? Plötzlich ist er weg. Hier ist der Kopf weg. Da ist der Kopf durch den Kopf ersetzt. Da ist der Kopf da. Und da ist er wieder weg. Was soll denn Mist? Also der Kopf ist doch total verbuggt. Übrigens, Leute. Ich habe letztens mal nachgesehen. Das letzte Update von Alexander Koch, also Malex, für Vampire Stone 3 war, wenn ich mich nicht täusche, Anfang Juni, ich glaube 2. Juni 2021. Also schon über ein Jahr her. Fast eineinviertel Jahre. Seitdem wurde nichts mehr behoben. Mit der Begründung, es kommen jetzt keine Patches mehr und Bugfixes mehr und gar nichts, weil er sich jetzt darauf konzentriert, eine englische Fassung des Spiels zu programmieren. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, was macht man ein ganzes Jahr lang, nur um Texte zu übersetzen? Also ich bin ja Softwareentwickler, Leute. Ich programmiere. Und ich entwickle Software, die auch mehrsprachig sein muss. Und selbst wenn man ein Programm so entwickelt, dass anfangs nicht mehrsprachig sein muss, sondern nur mit einer Sprache, und diese Mehrsprachigkeit nachher einbauen muss, dauert das nicht mal 2-3 Monate. Selbst mit den gesamten Texten, ich kann mir schon vorstellen, dass hier sehr, sehr viele Texte drin sind. Und allein diese Texte in Vampire Stone 3 zu übersetzen, wird wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, 1 Monat dauern. Aber diese Texte dann hier einzubauen, das kann, lass es auch 1 Monat dauern, das ist 2 Monate. Was hat Malex die restlichen 12 Monate jetzt getan? Gut, ich bin professioneller Softwareentwickler. Lass es mal ein Fortgeschritten sein. Ich würde Malex auf gar keinen Fall als Anfänger darstellen, Leute. Er hat schon mehrere RPG-Spiele entwickelt und ich glaube auch nicht, dass das sein erstes mehrsprachiges ist. Ich würde ihn als Fortgeschrittenen darstellen. Das heißt, lass es mal doppelt so lange dauern. 4 Monate. Was hat er die letzten 8 Monate gemacht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesem Spiel fast nur Minuspunkte zu geben, Leute. Vampire Stone 1 und Vampire Stone 2 waren 1000-mal besser und waren kostenlos. Hierfür habe ich was gezahlt und kriege nur Müll als Qualität. Ich muss mich hier jedes Mal wieder aufregen, wenn ich dieses Spiel spiele, Leute. Das gefällt mir selbst auch gar nicht, dass ich diesem Spiel fast... Es hat gute und tolle Sachen, Leute, aber dass es gleich so schlecht ist und immer wieder das Schlechte einfach überwiegt. Man muss sich so oft aufregen. Das ist nicht schön. Und dann einfach zu sagen, es gibt jetzt keine Patches mehr. Also wenn man das in der professionellen Umgebung macht, wenn jetzt irgendein Spielhersteller sagen würde, Leute, ja, ihr habt jetzt keine Ahnung, also ich habe damals, ich glaube, 20, 25 Euro gezahlt oder war es 15, ich weiß es nicht mehr. 15 bis 25 Euro gezahlt für das Spiel, Leute, vorbestellt. Ich glaube, mittlerweile braucht man 20, 25 Euro für das Spiel als Vollversion. Wobei ich das auch nicht sicher weiß. Und wenn jetzt irgendein anderer Spielehersteller sagen würde, ja, ihr habt jetzt ein Spiel gezahlt, jetzt gibt es erstmal für 1-2 Jahre keine Updates mehr, wir müssen jetzt an einer anderen Sprachversion von dem Spiel machen, Leute. Jede Spielefirma, die so etwas abziehen würde, würde pleite gehen. Die Gemeinschaft würde sich davon einfach, ja, abwenden. Also, fast nichts. Und dann habe ich auch noch das Gefühl, dass je mehr, habe ich jetzt immer noch nur 90 Silber.
Wir müssen noch warten. Je mehr Silbermin ich bekomme, Leute, habe ich das Gefühl, desto weniger Geld bekomme ich. Das ist echt... Naja. Kein einziger Mensch. Okay. Also ich habe echt das Gefühl, Leute, wenn ich jemals wieder Vampire Sound spiele, wird es niemals wieder der dritte Teil sein. Ich werde immer den ersten und zweiten Teil immer vorziehen. Also ich habe jetzt 183. Mit 1083. Immer noch nur 90 Silber. Ja, was machen wir jetzt, Leute? Wir sind zum Warten, verdammt. Wir können nichts tun. Wir haben kein Blut. Wir können uns kein Blut kaufen. Was sollen wir da jetzt tun? Menschen habe ich keine. Die habe ich alle geopfert. Wie viele starke Seen habe ich eigentlich? 16 habe ich schon wieder. Oh, ich habe 98 normale Seen. Das sind viel zu viele. Wisst ihr was? Den Werwolf beschwören wird nichts bringen. Was haben wir? Werwolf-Beschwörung, Skelett-Beschwörung. Bringt uns beides nichts. Hier haben wir die Drachenbeschwörung. Die habe ich noch nie gemacht, Leute. Vielleicht machen wir die mal. Aber man hat nicht genug Blut dafür. Und hier hätten wir die Mumienbeschwörung. Wo ist die Echsenbeschwörung? Ah, ich glaube, die konnte Selene. Mumie wird uns auch nichts bringen. Diese Schleime können wir einfach nicht besiegen. Zumindest nicht so. Immer noch nur 90. Ich glaube, Leute, dass es davon abhängt, wie viel Filam man hat, je mehr Schritte man geht. Das heißt, keine Ahnung, alle 100 Schritte oder sowas kriegt man wieder Filam. Wobei nur Asuka-Schritte natürlich zählen. Oder einfach alle halbe Stunde vielleicht. Wir können ja mal fragen, wie geht's in unseren Minen? Alle auf Stufe 10, sehr schön. Also wir können jetzt noch einen Gegner... Ich glaube, es ist auch nur noch ein Gegner, Leute. Ich glaube, es ist nur noch ein einziger. Also die Blutessenz zu kaufen war einfach ein Fail, glaube ich. Denn wenn wir das mal logisch betrachten, die Blutessenz ist zwar gut, die gibt uns mittlerweile, ich glaube, 30% sogar. Weil wir ja plus 5% Heilung gemacht haben, das heißt 25%. 25% plus 5% oder sind das die 5% von 100, von 25? Wie viel wären das denn dann? Dann wäre 26,25%. Also fast gar nichts. Nicht viel mehr. Ich sollte nicht im Menü bleiben, ich sollte rumgehen. Wir gehen einfach nochmal rauf aufs Dach, Leute. Und wieder runter. Vielleicht ist bis dahin dann... Gehen wir mal den anderen Weg. Vielleicht ist bis dahin dann... Das auf 180. Das wäre 1800. Dann könnten wir uns das Blutfass wieder leisten. Was ist eigentlich hier im Thronsaal? Ist hier wieder irgendwas?
Nein.